Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schatz, ich baue ein Haus. Wir sind bei der zweiten Phase der Vorbereitung einer Decke. Die letzte Decke in diesem Hausbau. Und ich gehe hier auf einige Punkte ein, die wir bislang noch nicht diskutiert haben. Viel Spaß dabei. Und weiter geht es mit der technischen Versorgung in der Decke des Obergeschosses. Wir haben natürlich schon längst die Betonkernaktivierung zur Kühlung über die Decke verlegt. Mittlerweile sind auch die Verrohrungen für die B- und Entlüftung verlegt. Und jetzt kommt die Elektrik. Und zwar die Elektrik für die ganzen Deckenleuchter. Ihr seht, hier haben wir so schöne Muster. Ich habe mich abgemüht, diese ganzen Löcher von unten reinzubohren. Jetzt werden sie versorgt mit Elektroleitungen. Und ich hoffe, damit bald fertig zu sein. Okay, all das habt ihr natürlich schon bei der ersten Decke erlebt und ich habe im Detail ausgeführt, wie das realisiert wurde. Machen wir jetzt nicht nochmal. Was aber diesmal neu ist, ist, dass wir einige Versorgungsleitungen, nämlich für Heizung und für Warmwasser, im Beton der Decke verlegen müssen. Warum und wie das gemacht wird, Film ab. So, jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Aspekt. Der bisherige Aufbau der Decke im Obergeschoss entspricht eigentlich genau dem auch im Erdgeschoss. Nur hier kommen wir jetzt zur Verlegung von Leitungen, die in den Beton integriert werden sollen, weil wir es schade finden würden, wenn sich in diesem Bereich, der also etwa von hier aus nach dort drüben sich erstreckt, mittendrin der Schacht der Zuleitungen für Warmwasser und für die Heizung mittendrin befindet, also der mittendrin hier im Dachgeschoss hochkommt. Ist zwar nur ein Lagerraum, aber ist einfach blöd, wenn du jetzt hier mittendrin, zack, so eine Säule hoch zum Dach und dann von dort zum Technikbereich gehen würdest. An dieser Stelle ist das nicht so problematisch, weil da ist es nah an dem Durchstoß für den Zugang. Da kann man es dran entlang machen und hier einfach nur ein Stück Mauer dazu machen. Das stört dann nicht, aber hier wäre es einfach schade. So, und deswegen verlaufen diese Rohre jetzt hier so bis etwa dort. Man könnte natürlich sagen, hey, warum geht ihr nicht bis ganz zum Ende durch? Das hat einfach folgende Bewandtnis, dass diese Verbundrohre, die wir dafür brauchen, nämlich 32 mm Stärke, sowohl für Vor- und Rücklauf der Heizung für die Einliegerwohnung als auch für die Warmwasserversorgung, dass dieser Durchmesser nur als Stangenware zu haben ist. Du bekommst ansonsten das nur als Rolle bis 26 mm. Das wäre hier zu wenig nach der hydraulischen Berechnung. Und deswegen bist du bei Stangenware bist du auf 5 Meter begrenzt. Also zumindest bei diesen Verbundrohren. Und das ist der Grund, weshalb ich jetzt also eine Lösung finden muss, die irgendwo mit dieser 5 Meter Länge zurechtkommt. Und weil sich hier in etwa die Mittelfette befindet, haben wir uns gesagt, okay, dann kommen wir hier hoch und können dann hinter der Mittelfette entlang der Dachschräge nach hinten gehen. Ja, also das ist der Grund. So, und ich bin gerade bei den ersten Rohren und werde euch dann auch mal zeigen, wie man das biegt und wie man das isoliert. Also zunächst einmal braucht ihr eine Biegefeder, denn wenn ihr ein Rohr biegt und keine Führung gebt, dann wird es sich den leichtesten Weg suchen, das heißt, es wird knicken. Damit reduzieren wir oder verunmöglichen sogar, also wir reduzieren den Durchfluss bzw. wir verunmöglichen ihn sogar. Will man natürlich nicht, insofern braucht man so eine Feder. Diese Feder muss man in dem richtigen Durchmesser für das jeweilige Rohr wählen. Schiebt die Feder entweder auf das Rohr, es gibt aber auch welche, die in das Rohr geschoben werden. Die kannst du dann aber natürlich nur am Ende benutzen, die kannst du nicht irgendwo mittendrin benutzen. Dann schiebt man die drauf und dann biegt man. Bis 26 mm ist das auch noch relativ leicht machbar. Bei 32 wird es dann schon so ein bisschen störrischer. Aber bei diesem Rohr, das ist das ist Flowfit von Geberit, funktioniert es noch relativ gut. Ich zeige es einfach mal. Hier ist das Zentrum. Hier ist die Mitte meiner Mittelfette. Ich möchte ein bisschen danach stehen, weil die Mittelfette hat ja eine Stärke. Also will ich etwa hier hochkommen. Das ist etwa so hier am Ende des Trägers. Meine Orientierung. So, warum bin ich so versessen darauf, das Ganze zu biegen und nicht einfach einen Bogen reinzusetzen? Ja, also warum biege ich das und warum setze ich nicht einfach ein Fitting dran und mache einen Bogen? Gibt es ja alles für diese Rohrsysteme. Zwei Gründe. Das erste ist, ein Bogen, also ein Fitting bedeutet immer eine Reduzierung
des Durchflusses, des Durchmessers und Verwirbelungen. Und das wirkt sich negativ auf den Fluss aus. Und des Weiteren ist das immer ein Schwachpunkt. Also das hier wird ja im Beton sich befinden. Und wenn der Beton, wenn da dann der Fitting irgendwann Leck gibt, das muss ja nicht heute und nicht morgen sein, das kann ja auch in 30 oder 40 Jahren sein, ich will jetzt, dass das Rohr hier hinter hochkommt, nicht auf derselben Höhe, weil dann später müssen sie alle in diese Richtung und dann wird es natürlich nicht durchgehen, sondern etwas versetzt, sodass sie dann parallel zueinander abgehen können. Ja, das soweit zur Vorbereitung der Verlegung. Jetzt kommt natürlich das Thema Dämmung. Wie stark müssen diese Rohre gedämmt werden? Ich baue hier tatsächlich noch nach NF. Beim GEG sind einige Vorschriften anders. Deshalb sind meine Vorgaben quasi ein Auslaufmodell für viele von euch, die jetzt nach GEG bauen. Aber ich bin mir nicht einmal sicher, dass in Bezug auf die Dämmung von Heizungsrohren, Wasserrohren und Lüftungsrohren wirklich so große Unterschiede sind. Schauen wir kurz mal nach NF nach. Okay, dieser Artikel hier auf SBZ Online ist nicht neueren Datums, aber informiert uns über die NF und da gibt es Anhänge und hier finden wir auch, was uns jetzt in diesem Bau betrifft. Das Obergeschoss ist beheizt. Der Dachboden ist ein warmer Dachboden, heißt die dämmende Hülle bezieht diesen Dachboden mit ein. Das heißt also, das Dach ist gedämmt, nicht die Decke zum Dach. Und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, betrachtet man den Dachboden, der jetzt nicht sonderlich geheizt wird, als Teil der warmen Bereiche? Heißt ja warmer Dachboden. Oder ist er, weil er nicht sonderlich geheizt wird, ein kalter Raum? Ich habe jetzt diesen Fall angenommen, habe jetzt da meinen Energieberater nicht extra zu befragt, weil der Mensch hat ja auch mal andere Dinge zu tun, als auf alle meine Fragen einzugehen. Bin jetzt also auf diesen pessimistischeren Fall eingegangen. So, und da haben wir hier im Fußboden verlegte Leitungen gegen erdreich und unbeheizte Räume. So, und da wäre eine 100%ige Dämmung bei Mehrfamilienhäusern vorzusehen. Man könnte meines Erachtens auch Leitungen in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer hier anwenden. Dann wären es 50%. Aber wie gesagt, ich mache mir jetzt nicht einmal diesen Kopf, sondern mache einfach eine 100%ige Dämmung. Was bedeutet 100%? Da gehen wir hier wieder zurück auf diesen Artikel und da haben wir diesen Anhang. So, und bei Verrohrungen mit einem Innendurchmesser über 22 mm und bis 35 mm, ist jetzt hier unser Fall, ist eine Dämmung von 30 mm stärker anzunehmen bei einem Wärmeleitkoeffizienten von 0,035. 0,035 ist also die Qualität der Dämmung. Ist ja klar, wenn du hier mit Spucke dämmst, dann sind es halt nicht 30 mm. So, und da hätten wir hier das Datenblatt von dem Produkt, das ich verwende, das Comfort Kautschuk Dämmschläuche. Und ich habe also die Variante mit 36 mm Dämmstärke gewählt, sodass wir die 100% Dämmung erfüllen. Das wird jetzt hier schon nach GEG. Das wird jetzt hier schon nach GEG ausgewiesen. Wie gesagt, die NF ist ein Auslaufmodell, trifft aber noch bei uns zu, weil wir hier alles selbst machen, dauert das halt uns eine gewisse Zeit und daher sind wir mit 36 mm fein. Fein für die 100%. Und so kommt also diese Dämmung zustande. Also macht euch Gedanken, welche Dämmung ihr verwenden müsst. Ihr könnt natürlich etwas, was ihr im Beton verlegt, nicht später besser dämmen, also dämmt lieber ausreichend, aber nicht unnötig, das ist ja auch klar. So, und dann habt ihr die Übergänge, dort wo sich zwei Schlauchenden treffen und die müssen so miteinander verbunden werden, dass sie also wirklich fest zusammen sind und der Beton nicht dazwischen kommen kann und dadurch eine Wärmebrücke kreieren würde. Das macht man dann so. Ich habe jetzt leider nicht gefilmt, wie ich das angebracht habe, aber ihr seht das Prinzip. Zwei Rohre treffen aufeinander und dann werden sie mit diesem dämmenden Klebestreifen verbunden. So, wie ihr seht, kommen die beiden jetzt leicht versetzt hoch und wenn ich sie dann nach dorthin weiterführe, dann verlaufen sie parallel zueinander. So, und hier hinten, jetzt ist hier Folgendes wichtig, der Statiker meinte, zwischen den Rohren mindestens 10 cm Abstand, das ist jetzt hier großzügig eingehalten, und dann möchte ich aber hier auf der Seite, dass die Rohre wieder zueinander kommen, und deswegen habe ich neben dem 90-Grad-Bogen, der nach unten geht, auch noch ein wenig wieder zusammengeführt. Und so sind sie schön beieinander. Und das kann man alles mit so einer Biegefeder wunderbar machen. Und selbst bei 32er Rohr funktioniert das noch gut. Jetzt kommt noch ein drittes Rohr dazu.
Ihr werdet euch jetzt sagen, warum denn ein drittes Rohr? Wir haben doch schon einen Vor- und Rücklauf. Warmwasser. Hier hinten steht die Wärmepumpe mit dem Warmwasserspeicher bzw. einem Hygienespeicher. Und das kommt dann von hier, wohingegen das Kaltwasser kommt von unten. Die hydraulische Berechnung hat auch hier ein 32er Rohr vorgegeben. Machen wir das. So, hier haben wir wieder unsere Biegefeder. Und ich habe jetzt also zwei Dinge zu biegen. Einmal den 90-Grad-Bogen nach unten und zum anderen möchte ich hier wieder, wie der Statiker es sich gewünscht hat, 10 cm Abstand halten. Das in Beton, aber dann hier in der Zusammenführung, da möchte ich eigentlich relativ nah beieinander die Rohre haben. Es ist zwar einerseits Heizung und andererseits das Warmwasser, aber ich möchte das nicht zu weit auseinander treiben. Ich muss auch noch mal kurz überlegen, ob ich das wirklich will. Ach so, ja, hier kommt ja auch noch die Zirkulationsleitung hin. So ein 32er Rohr, das hat ja eine Menge Wasserinhalt und bis zur letzten Zapfstelle habe ich weit über 3 Liter. Und bei warmem Wasser musst du die 3-Liter-Regel einhalten, um eine Zirkulationsleitung zu vermeiden. In 1 bis 2 Familienhäusern kann man das auch ohne machen, aber hier ist es ein 3-Familienhaus, also habe ich die Verpflichtung, eine Zirkulationsleitung einzubauen. Mache ich aber sowieso, weil ja, es einfach eine hygienisch relevante Frage ist. Jetzt heißt es biegen. Am Ende ist immer ein bisschen schwieriger. Okay, und nachdem jetzt die ganze Technik auch schön eingebaut ist, wird der Deckel drauf gemacht. Deckel in Anführungsstrichen. Die Matten kommen. Auf geht's. Ja, Matten verlegen macht man normalerweise mindestens zu viert. Ich probiere gerade mal aus, ob es alleine geht. Eine erste habe ich schon geschafft. Mal sehen, ob ich das packe. So, zweite Matte auch geschafft. Mit Hölzern unterlegen, hin und her schieben und so weiter, kriegt man es auch alleine hin. Jetzt geht es weiter mit dem kleinen Stück hier, das ist hier Pilleball. Und letztes Stück ebenfalls verlegt. So, für die Matte, die hier jetzt drauf gefädelt werden musste, da haben mir zwei Freunde geholfen. Aber ansonsten sind die Matten hier von mir allein verlegt worden. Sprich, das geht. Das geht. Das ist nicht unbedingt das Einfachste. Praktischer wäre natürlich mit mehr Mann, aber es ist möglich. So, und ich muss jetzt diesen Bereich hier befreien, damit ich den auch fertig machen kann. Und dazu müssen diese ganzen Matten hier rüber. Dann mache ich den fertig und dann verlege ich den Rest der Matten. So, die Betonkernaktivierung ist zu Ende. Das waren die letzten Meter, die ich hier verlegt habe. Nun ist auch im Staffelgeschoss, das heißt im Obergeschoss, die komplette Verlegung abgeschlossen. Und ich bin nun sehr, sehr gespannt, was in geraumer Zeit, wenn dann die Betonkernaktivierung zum ersten Mal funktioniert, was das dann für Resultate geben wird. Übrigens, nicht nur die Rohre der Fußbodenheizung kann man über eine Rohrhaspel ordentlich abrollen, sondern auch die B- und Entlüftungsrohre. Die sind hier mit 50 Meter Länge und wenn du alleine arbeitest, ist es nervig, das immer wieder per Hand weiter abrollen zu müssen. Passt drauf und das ist schön praktisch. So, jetzt kommt die Dichtigkeitsprüfung. Die muss bestanden werden, bevor der Beton kommt. Ansonsten ist es natürlich ein Drama. Die ganze Arbeit war umsonst. So, das ist stabil. Das ist natürlich jetzt noch nicht die finale Dichtigkeitsprüfung, die gemacht wird, wenn das System befüllt wird. Das ist jetzt nur mit Druckluft gemacht. Ich will einfach nur sicher sein, dass die ganzen Rohre, die ich verlegt habe und die ich sehr, sehr akribisch vermieden habe,
mit meinen Fußtritten, dass da kein Leck ist. So, Matten auslegen, abgeschlossen. Man kann es alleine machen, bis auf die Stellen, wo eine Matte auf etwas draufgefädelt werden muss. Und wenn man so blöd ist wie ich, ich hatte ein paar Matten noch übrig von der Decke vom Staffelgeschoss, vom Erdgeschoss und hatte deswegen weniger bestellt. Ich hatte die Bestellung dann mit dem Kran draufheben lassen, aber nicht die Matten, die ich übrig hatte. Zum Glück gibt es Nachbarn, kurz gerufen und sie waren sofort zur Stelle und dann haben wir das von da unten hochgehievt. Ja, insofern Matten fertig. Einer der abschließenden Schritte bei der Vorbereitung der Bewehrung einer Decke oder auch der Sohle vor dem Betonieren ist, dass die Bewehrung nochmal festgezurrt wird. Es ist nämlich so, dass ein Problem die Höhe ist, die diese Bewehrung insgesamt hat, denn der Beton ist ja auf eine gewisse Höhe angelegt, in diesem Fall inklusive der Filigrandecke 24 cm. Und insofern, weil hier eine Überdeckung von 2 cm vorgesehen ist für den Korrosionsschutz vom Statiker, muss man vorsichtig sein, dass hier die obere Lage nicht zu hoch geht. Also zum einen muss man die Matten ineinander verkanten, also so legen, dass sie ineinander greifen und sich nicht höher aufbauen. Und zum anderen ist es so, wenn man jetzt da drüber läuft, dann sieht man hier zum Beispiel, man sieht, dass das ist nicht fest. So, und da muss man einmal komplett durchgehen. Und ich mache das einfach so, ich mache das nicht systematisch alle x Zentimeter, sondern ich gehe hin und sehe, hier geht es hoch, zack, mache ich fest. Dann gehe ich zur nächsten Stelle und sehe, hier und so bewege ich mich auf den Matten und sorge dafür, dass alles schön verdrahtet ist. So, das habe ich jetzt hier auf meine eigene Art und Weise gelöst. Und zwar haben wir hier einen rechteckigen Ausschnitt. Hier ist die tragende Wand. Hier ist die Filigrandecke, die ausgeschnitten wurde, um alles durchzulassen. Und ich habe jetzt unten, wie ihr sehen könnt, dort einen Doker platziert, der zu drei Viertel in den offenen Raum reinragt. Der andere Teil ist unter die Filigrandecke geklemmt. Und es ist relativ dicht gepackt mit den ganzen Rohren. Und ich mache jetzt Folgendes, ich schäume das aus. Und ich schäume das aus immer mit einem bisschen Auflager hier auf die tragende Wand und hier auf den Doker. Sodass quasi die Schaummasse nicht runtergedrückt werden kann, weil sie hier so ein bisschen Auflage hat, weil sie sich hier drin in den Rillen da reinquillt und sozusagen auch an den Rohren festklebt. Und ich denke, damit werde ich locker den Druck des Betons abfangen. Das ist jetzt nicht irgendwo abgeguckt, sondern einfach, ja, Marke Eigenbau. Und ja, wir werden sehen, ob es hält, aber ich bin mir da ziemlich sicher. Leute, das war's. Die Decke ist fertig fürs Betonieren. Und jetzt spoilere ich einfach mal, was das nächste Video sein wird. Klar, es wird das Betonieren sein, aber was ich die ganze Zeit über nun, weiß nicht, schon ein halbes Dutzend Videos angekündigt habe, ist, dass demnächst, also das, was ich erlebt hatte, war noch nicht der Höhepunkt, demnächst kommt der Höhepunkt, jetzt wird er kommen. Das Geilste, was ich bis jetzt in diesem Hausbau erlebt habe, wird das Betonieren dieser Decke sein. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe die fixe Idee gehabt, dass ich dieses Betonieren ohne Profi machen will. Ich hatte ja bei der Sohle Profis, bei der Decke vom Erdgeschoss Profis, also zweimal. Beim dritten Mal wollte ich es alleine. So, du kannst natürlich eine Decke nicht alleine betonieren, geht ja nicht, kann niemand. Ja, also das ist einfach, also Superman könnte das, aber den habe ich jetzt hier nicht zur Hand. Aber was du kannst, ist dir beweisen, dass du in der Lage bist, dieses Abenteuer zu rocken, das ein ernstes Abenteuer ist. Achtung, eine Betondecke, die schief geht, danach kannst du die Kugel geben. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einfach um mich herum Leute gefragt, ob sie mir helfen können, die davon null Ahnung haben, sodass ich für mein Ego ganz, ganz sicher bin, dass ich derjenige bin, der am meisten Ahnung hat, was ja auch schon nicht viel ist. Und dann habe ich mit drei Typen, die werdet ihr im Detail noch vorgestellt bekommen, dieses Ding gerockt. Und das ist einer der Top 10 Momente meines jüngeren Lebens gewesen. Ich sage euch, ich will euch nicht anstiften zum Wahnsinn, aber wenn ihr sowas mal erlebt habt, dann könnt ihr in Ruhe sterben. Das ist so geil. So geil. Naja,
Die Vorbereitungen sind alle gemacht. Und ob sie alle funktionieren und ob sie alle halten und was alles funktioniert und schief geht beim Betonieren, das erfahrt ihr im nächsten ausführlichen Video. So viel ist sicher, es wird eine Herzensangelegenheit. So, und jetzt ist es an mir, euch ganz, ganz herzlich zu danken für eure Aufmerksamkeit. Ein neues Mal seid ihr wieder zahlreich dabei gewesen. Und wir möchten uns auch ganz herzlich für die vielen lieben Kommentare bedanken, die ihr immer wieder unter unsere Videos gebt. Seid so lieb, lasst uns ein Like, wenn auch dieses Video euch gefallen hat. Das hilft uns ungemein und ist einfach eine schöne Belohnung für diese ganze Arbeit, die wir hier machen, um euch das Abenteuer näher zu bringen. Und wenn ihr Bock habt, mehr zu erfahren von diesem Hausbau, den wir selbst planen und realisieren, dann abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und jetzt möchte ich euch ganz viel Erfolg wünschen bei eurem Projekt. Ihr habt bestimmt irgendwas am Köcheln, irgendwas ist hier oben am Rumoren oder ihr seid schon mitten in der Realisierung oder ihr schaut gerade auf euer fertiges Projekt, stolz wie Bolle. Es gibt doch nichts, was so schön ist, wie etwas mit seinen Händen zu kreieren, es zu sehen und sich daran zu erfreuen, dass andere Menschen darüber glücklich sind, es benutzen und tagtäglich sich dessen erfreuen. Ich bin mir sicher, wir sind da Brüder im Geiste. Ich wünsche euch also viel Erfolg dabei und sage euch lieben Dank, dass ihr uns treu seid. Auf ganz, ganz bald.